Hallo und herzlich willkommen zurück zu H2N4 mit La Resistenz Deutschland, dem Deutschen Reich, mir und euch. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Die letzte Folge haben wir ja dafür gesorgt, dass das Deutsche Reich so ausschaut, wie es jetzt ausschaut. Wir haben also quasi viel erreicht, haben da quasi die Nazis besiegt und warten jetzt quasi darauf, was es denn aktuell noch so zu tun gibt, denn derzeit schaut es auf der Welt ja sehr entspannt aus. Wir sind ja aktuell non-aligned, das wird auch so bleiben wahrscheinlich für die nächsten paar Stunden. Kurz mal die Ideologien anschauen. Da sehen wir Demokratie, Faschismus, Italien und Großbritannien eher lustigerweise. Dann die Sowjetunion. Ich glaube, die haben das hier übrigens auch geändert, die Farben. Schaut ein bisschen anders aus als früher noch in dem letzten Update. United States, Kanada ist alles natürlich demokratisch. Hier Peru, Venezuela sind Faschismus. Paraguay ist kommunistisch. Ja, ein paar sind hier im britischen Empire geblieben. Ne, das sind die normalen Gebiete, die das britische Empire immer hat. Stimmt. Ansonsten hier Britisch-Indien und so, die sind natürlich alle ausgetreten, weil die haben ihren Non-Aligned-Status nicht aufgeben wollen für die Briten. Wieso, weil die Briten natürlich demokratisch geht, dann bleiben die natürlich meistens mit drinnen im Bündnis, aber jetzt beim Faschismus sagen die sich so, nö, mach mal nicht. Und unsere Aufgabe jetzt ist eigentlich erstmal kurz abwarten und halt wieder aufrüsten. So ist das Wichtigste, was wir tun können. Und das machen wir mit preußischem Militarismus, ein neues und besseres Deutschland. Oh, interessant. Dann guck mal, was wir da unten da so machen können in Zukunft. Also so ganz habe ich das jetzt noch nicht verstanden mit dem Handel. Ich habe jetzt ja meinen Spion hier, die hat auch bereits 50 von 50 Handelsmeinungen. Unsere aktuelle Handelsmeinung beträgt 140. Und wenn ich da drauf gehe, steht ja hier, beeinflussen Sie unsere Handelsmeinung im Zielland, wodurch wir einen größeren Anteil an Ihren Ressourcenexporten erhalten. Aber so ganz verstehe ich das jetzt nicht. Also so richtig, ich meine, mir wird es bestimmt irgendwann einer sagen oder in den Kommentaren schreiben, wenn das einer von euch weiß, bin ich immer wieder dankbar, dann lernen wir alle was dazu. Nicht nur ich, sondern ihr auch und alle, die Videos schauen. Ach, guck mal, was kann er jetzt machen? Spionage, ach nee, das ist Armee infiltrieren. Die österreichische Armee hat einigen Personen in ihren Reihen, die man umdrehen könnte, um an zu Informationen zu kommen. Ah, das ist quasi er jetzt. Der kann quasi jetzt irgendwelche Events kann man jetzt hier ausführen. Ah, warte mal, kann man, das geht das bei ihr auch? Nee, das geht aktuell nicht. Da ist nur das mit dem Handel. Das ist alles, was wir machen können. Da geht aktuell sonst nichts. Aber bei ihm haben wir jetzt ein paar Events, auch Sachen, die wir ausführen können. Wir können die zivile Verwaltung infiltrieren. Das würde uns wertvolle Einblicke in die österreichische Verwaltung liefern. Außerdem könnten wir den Agenten für zukünftige Operationen gegen Österreich nutzen. Chiffre erobern. Aha. Das wäre halt quasi praktisch, wenn wir gegen den Krieg ziehen. Oder die Armee infiltrieren. Machen wir das doch mal. Infiltrieren die Armee. Agent wählen, Inhalt, er ist ja Österreicher. Aussicht gut, Dauer 90 Tage. Erhalten Sie Armeeinfiltration über Österreich, sobald wie möglich beginnen. Und dann bereiten wir das Ganze schon mal vor. Nee, warte mal, stopp. Es ist vorbereitet, die Operation kann gestartet werden. Was bringt mir denn das? Kosten für Operation werden 60 Tage zurückerstattet. Ja, wir starten das dann. Beginnen. Ne, geht nicht. Es wurde noch nicht alle Agenten zugewiesen. Ach, das geht nicht, weil ich nur einen Agenten. Ich brauche zwei Agenten dafür. Ah, das ist natürlich auch blöd. Ich habe aktuell zu wenig Agenten. Und ich kann aktuell auch keine anderen rekrutieren aus irgendwelchen mir unerklärlichen Gründen. So. Also wird bestimmt nachher noch was. Nachrichtenoffizier. Sie müssen. Ne. Kein Nachrichtenoffizier. Agenten haben wir 2 von 2. Keine verfügbaren Plätze. Also, wir werden bestimmt irgendwann mal wieder einen neuen Platz dazu bekommen. So, dann gucken wir nochmal ganz kurz. Spionage. Gibt es hier irgendeine Forschung, wo ich dann quasi gezielt nochmal einen neuen dazu rekrutieren kann? Scheinbar nicht. Entschlüsselungskraft plus 25. Entschlüsselungsstufe plus 1. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal Abteilung für Luftfahrt. Bauen das auch nochmal aus. Weil vielleicht bekomme ich ja dann nochmal einen extra Agenten. Ansonsten, wie gesagt, wir spielen das Ganze natürlich blind. Oh, da gab's was. Das heißt, ich weiß natürlich auch noch nicht alles, ja. Das wird sich die nächsten Folgen und Kampagnen über natürlich verbessern, wenn ich mich mit dem Ganzen besser auskenne. Jedenfalls das nationalsozialistische Spanien hat es auch wirklich mit diesem riesen Kuddelmuddel hier geschafft, den Krieg zu gewinnen. Ich muss sagen, ich bin schon fast ein bisschen beeindruckt und es gibt tatsächlich ein Bündnis zwischen Großbritannien und Italien. Da bin ich genauso beeindruckt. Vor allem, weil ich hier die Option habe, britische Seeherrschaft akzeptieren. Und dann kann ich nämlich sogar hergehen und ein Bündnis mit dem Schatten zu machen. Ich kann dann quasi mit dem britischen Empire ein Bündnis schließen. Es ist relativ interessant. Dann können wir hier allerdings auch auf der anderen Seite Donauerweiterung. Österreich hält das eigenes Deutsches Reich, lädt Österreich. Ah. Das ist allerdings ein Bündnis. Ich will ja kein Bündnis, ich will ja Sachen erobern.
der anderen Seite wäre es natürlich auch mal schön, wenn wir nicht erobern, sondern mal ein Bündnis haben. Weil bis jetzt haben wir es ja immer alles über Bündnisse gemacht. Da läuft es halt dieses Mal so, dass wir... Entschuldigung. Natürlich haben wir nicht immer alles über Bündnisse gemacht. Wir haben natürlich immer alles über Krieg gemacht. Wir haben natürlich immer versucht, alleine zu kämpfen. Das lassen wir jetzt mal. Wir spielen es hier wirklich einmal Hearts of Iron 4, so wie es wahrscheinlich auch von Paradox Interactive und von Millionen anderen vorgesehen ist. Nämlich mit Bündnissen. Wir bauen da quasi unser eigenes Bündnis. Wir bauen unser eigenes Bündnis. Komm. Das kann ich ja nicht machen. Ach, guck mal, das geht gar nicht. Das geht nicht. Ich kann nur das hier machen. Benötigt folgendes. Bollwerk gegen den Bolsch... Warte mal. Stopp. Vielleicht geht's doch. Nicht, dass ich jetzt hier Blödsinn erzähle. So, wir haben Chiffre von Frankreich entschlüsselt. Dann machen wir aktuell noch die Tschechoslowakei. Das sollte ein bisschen schneller gehen, dadurch, dass wir jetzt aktuell 30 haben. Aber da ich nicht im Krieg bin, ist das verringert. Das ist halt blöd. Aber gut, können wir nichts ändern. Jetzt auf alle Fälle das auch erforscht. Machen wir maschinengesetzte Unterstützung. Dann erhöht sich unsere Entschlüsselungsgeschwindigkeit noch etwas mehr. Machen wir gleich Bauwesen 3. Umso schneller wir bauen können, umso besser. So, das ist hier vorbereitet. Chiffre erobern. Mein Österreich ist jetzt nicht der große Feind letzten Endes. Pakistan liegt übrigens mit Indien im Krieg. Und ich bin ja immer optimistisch, aber ich weiß nicht, ob das für Pakistan... Okay. Divisionstechnisch. Manpower-technisch hat Indien war doppelt so viel. Und Pakistan hat da aus irgendwelchen Gründen Regionen. Ist das vielleicht vom neuen DC? Gibt es da irgendwie Aufstände oder so? Ich meine, es gibt ja. Es ist ja möglich, jetzt auch mit Widerstand, Resistance irgendwie wahrscheinlich auch Hass zu schüren und dann irgendwie Einheiten hinter der feindlichen Linie zu spawnen oder irgendwie solche Geschichten. Habe ich gelesen. Kann auch sein, dass ich wieder Blödsinn erzähle. So. Des Weiteren, was wurde gerade abgeschlossen? Was wurde gerade abgeschlossen? Scheinbar auch nicht. Jedenfalls, soweit ich weiß, jetzt zum Beispiel hier, wir sind jetzt hier in Österreich mit unseren Spionen. Und dann kann ich hier eben auch Armee infiltrieren. Und vielleicht ist es ja dann auch später sogar möglich, dann, wenn wir den mit den weiteren Optionen, na guck mal, Coup organisieren. Das geht aber nicht, weil mehr als 20% Unterstützung für Vaterländische Front. Aha. Kollaborationsregierung vorbereiten. Wenn eine uns wohlgesonnene Regierung in Österreich das Sagen hat, können wir uns auf unsere Feinde konzentrieren und unsere Truppen anderorts einsetzen. Armee infiltrieren. Ja, das geht jetzt aktuell schon wieder. Doch, das geht schon. Vorbereiten können wir das alles. Das mit der Kollaborationsregierung geht auch. Kostet uns allerdings Waffen. Unsere Agenten nutzen diplomatische Pässe, um das Land einzureisen, um sich dort zu bewegen. Vermutlich wird das feindliche Gegenspionage versuchen, sie zu überwachen, aber lässt sich durch eine gute Ausbildung kontern. Unsere Agenten gehen Hinweisen nach, dass einige Regierung sind. Vielleicht sind sie bereit, uns nach unserer Besatzung bei der Bildung einer neuen Regierung zu unterstützen. Ah, das ist quasi... Sobald ich das Land besetzt habe, kann ich dann quasi eine Regierung einsetzen, die mir halt wohlgesonnen ist. Ich verstehe. Ob die Briten haben Irland den Krieg erklärt. Oh, naja, Faschisten halt, ne? Was willst du erwarten? War auch zu erwarten, tatsächlich. Finde ich auch gar nicht so schlecht, sollen sie machen. Ich überlege auch wirklich, ob wir das Bündnis mit Großbritannien suchen sollen später. Weil das würde uns viele, viele Sachen ermöglichen. Ist Kanada eigentlich noch ein Bündnis mit... Nein, sind sie nicht. Das heißt, das britische Empire, sobald die dann quasi ravagen, könnten wir halt trotz allem die Region hier oben nutzen und dann quasi von dort aus die Invasion in Amerika starten. Was natürlich ein großes Ziel für mich ist im Laufe des Spiels. Was ich übrigens auch total interessant finde, wie schnell Deutschland auch, wir haben jetzt aktuell 1939 und wir sind jetzt schon militärisch so stark. Übrigens, schaut mal, passt mal auf, wenn ich hier neue Fabriken hinzufüge. Seht ihr das? Das blinkt dann so. Das war doch früher auch nicht so. Das ist bestimmt auch neu hinzugefügt worden. Jedenfalls wird das britische Empire jetzt eine der Hauptmächte sein im Spiel. Nationalsozialistische Spanien wird auf lange Sicht hier unten den Krieg gewinnen. British Ray hat weißen Frieden mit Pakistan gemacht. Das heißt, ach nee, warte, ich glaube, Pakistan hat die Gebiete hier schon immer, kann es sein. Ich habe, glaube ich, Blödsinn erzählt gerade mit dem Aufstand. Ich glaube, das war schon immer pakistanisches Gebiet. Was ich übrigens auch noch festgestellt habe, ist, Bollwerk gegen den Bolschewismus funktioniert leider nicht mit mitteleuropäisches Bündnis. Aber ich brauche beides dafür. Memeland, Litauen gibt nach, finde ich super. Könntest du das Baltikum sichern? Oder wir machen Danzig gegen Garantien. Also bringt mir das. Polen hält das eigentlich. Deutschland bietet eine Garantie gegen Territorium. Das klingt doch gut. Das heißt, ich bekomme Gebiete. Britische Empire hat Irland. Ja, weiß. Nicht überraschend. Ich glaube, das ist Memel. Das haben wir jetzt gerade eben bekommen. Das ist unseres. Haben auch direkt das Core State bekommen. Glaube ich. Schlagt mich nicht, wenn es anders ist. Aber ich glaube, Ansprüche Litauen. Ja, das müsste eigentlich unseres gewesen sein. Ja, das müsste Litauens gewesen sein. Jetzt gehört es uns.
Und in Danzig bekommen wir dann auch, oder bekommen wir, glaube ich, nur den kleinen Bloppen hier, nicht die komplette Provinz, das wäre zu schön. Das würde es zu einfach machen, wenn wir die komplette Provinz bekommen. So, jetzt aktuell 1939, dann können wir eigentlich fast schon hier weitermachen oder können wir unsere Panzerdivision gleich mal anpassen. Dadurch, dass wir jetzt natürlich, na gut, das ist aktuell 12er Whiff, dann würde ich fast schon sagen, wir gehen her und tun einfach mal mittlere Panzer hinzufügen, haben wir 16er Whiff und machen Wartungskompanie mit rein. Macht natürlich die Panzerdivision jetzt deutlich, deutlich teurer und dadurch können wir jetzt auch noch mittlere Panzer brauchen. Wartung an sich ist kein Problem, weil die Wartungskompanien, die laufen so nebenbei mit. Zusatzausrüstung. Hopp. Irgendwas ist beendet. Konzentrierte Industrie 3. Ganz kurz gucken. Wir brauchen wieder Ressourcen. Wir brauchen wieder Tungsten. Warum habe ich so wenig Tungsten? Jetzt seid mal nicht böse. Wir hatten Tungsten. Frankreich hat auch keinen Tungsten. Portugal ist ja immer das Land mit den meisten Wolfram. Tungsten, Wolfram nennt es wie ihr wollt. Ansonsten Tschechoslowakei hat es. Kannst du vergessen. Ja, ist blöd. Müssen wir halt handeln. Meine Güte. Aber ist doof, dass wir so abhängig sind. Das mag ich immer nicht. So, ansonsten, das sieht alles gut aus. Das schaut auch alles gut aus. Leichte Panzer braucht man gar nicht so viele. Können wir die Produktion etwas senken schon mal. Flugzeuge schauen ja ganz gut aus. Können wir die Produktion weiter erhöhen. Kann ich eigentlich irgendwas bauen, was mir Wolfram bringt? Nö. Schon, das ist das Problem, wenn du keine Mods spielst. Manchmal gibt es ja Mods, da hast du ja dann solche Sachen. Ja, leider gehört's. Das Vanilla-Harz auf einen 4 nicht zu diesen Mods, wo du dann quasi Gebäude bauen kannst oder Fabriken bauen kannst, die dir dann Ressourcen bringen. Polen hat unser Angebot akzeptiert, das heißt, oh, wir haben gleich doch die ganzen Gebiete bekommen. Oh, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Problem ist, eigentlich garantieren wir die, aber ich überlege, ob wir das Polen gibt Danzig zurück, ja. Wir haben das deutsche, original deutsche Reich wiederhergestellt. Sieht doch schön aus, oder nicht? Gefällt mir sehr. Das ist natürlich die Frage, wen erkläre ich den Krieg? Ich möchte jetzt tatsächlich irgendwo Krieg führen. Das deutsche Kaiserreich. Italien hat Griechenland den Krieg erklärt. Ja, wieso dürfen die den Krieg erklären und ich nicht? Kann ich eigentlich nicht, kann immer noch nicht, weil World Tension ist immer noch nicht hoch genug. Ja, es ist ärgerlich. Wir können doch nicht mal Kriegsziel rechtfertigen aktuell. Macht es natürlich auch nicht besser. So, ich habe übrigens irgendeinen General wieder zurück in den Dienst geholt. Ich habe den Namen vergessen. War das der Heinz? Der alte Sack? Oder war es jemand anderes? War es ein Feldmarschall? Nee. Irgendein ganz, ganz guter General soll es gewesen sein, habe ich gelesen. Den habe ich über eine Entscheidung zurückgeholt. Der Rommel war es nicht, den habe ich ja schon seit Jahren. Komm, nehmen wir den. Nehmen wir den Heinz. Heinz ist ein schöner Name generell. Und dann würde ich fast schon sagen, nachdem die Polen uns ja so dankend die die verbessern die diplomatischen Beziehungen mit mir. Da wäre es ja eigentlich eine Schande, wenn ich dann hier irgendwann mal den Krieg erklären würde. Die Unabhängigkeit Tschechoslowakei wird durch die Baguettes garantiert. Ach komm, was? Da holen wir als erstes Österreich. Ist ja eigentlich eben mein Gebiet. Eigentlich gehört es mir. Während wir uns jetzt weiter daran tun, das Baltikum zu sichern. Unterstützung für die Finnen. Und dann weiß ich nicht mal, was mir das hier bringt. Antikommentärenpakt ist das okay. Britische Seeherrschaft akzeptieren wäre dumm. Ein Bündnis mit dem Schatten. Könnte die Maginot-Linie im Süden umgehen. Dafür muss ich aber im Krieg mit Frankreich sein. Und ich bin nicht im Bündnis mit der Schweiz. Okay. Ah, jetzt geht's gerade ab. Paris ist gerade kommunistisch geworden. Ungarn hat von Tschechoslowakei was gefordert. Wurde auch zurückgegeben. Ihr seht es, wir sind schon 1940. Die Zeit vergeht, es passiert nicht viel. World Tension ist bei 35%. Aber jetzt langsam aber sicher entwickelt sich hier ein bisschen was. Russland ist natürlich Kommentären. Aber es wird wahrscheinlich sehr wahrscheinlich sein, dass Frankreich den Kommentärenpakt beitritt. Und damit wird es jetzt interessant, weil, wir schauen jetzt mal ganz kurz, was ich aktuell fokusbaumtechnisch mache. Wir haben ideologische Verteidigung. Das heißt, dass wir halt gegen die Russen in den Krieg ziehen werden. Und wenn da jetzt natürlich dann die Franzosen die Russen unterstützen, macht das natürlich meine, Kriegsbemühungen etwas schwieriger. Dann würde ich fast noch hergehen und wir bauen nochmal ein paar synthetische Factories. Wir bauen natürlich auch nochmal ein paar Civil Factories. Und unsere Infrastruktur, vor allem hier oben, ist eigentlich ganz okay. Haben wir eigentlich da eine Grenze direkt zu Russland? Interesse halber? Ne, haben wir nicht. Wir sind eigentlich aktuell sicher. Es bleibt eigentlich aktuell nur spannend gegenüber der Entwicklung, was den Kommentärenpakt angeht. Wer tritt alles bei? Wer tritt nicht bei? Wer unterstützt uns nicht? World Tension liegt bei 35%. Wir können ja nichts machen, bis wir bei 50% sind. Und da ich ja ausnahmsweise gesagt habe, ich möchte dieses eine Mal tatsächlich so ein bisschen legal spielen, loyal spielen, so wie es sein soll, werden wir hier nichts weiter irgendwas machen. Japan gewinnt übrigens tatsächlich den Krieg in China.
Finde ich total überraschend. Am Anfang sah es ja nicht so aus, aber jetzt überrennt die Chinesen gerade. Jetzt überrennen sie die Chinesen gerade. Und das scheint dann so, als ob die Wohlstandssphäre, die großasiatische, ne, großostasiatische Wohlstandssphäre, einen Sieg davon trägt. Wir gucken uns das mal ganz kurz an. Bei aktuellen Kriege haben wir den Mandschukisch-Xinjiang-Krieg, der eigentlich japanisch-chinesisch ist, aber egal. Und wir sehen das hier schon. Die Mannstärke ist eigentlich ziemlich gleich. Ja, die Verluste sind 10-mal so hoch auf der chinesischen Seite. Das ist natürlich krass. Und ich weiß, ich kenne die Rufe. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, spiel doch bitte mal mit China. Oder spiel mit Brasilien. Oder spiel mal mit Südafrika. Und ja, die Länder sind alle irgendwo in Planung. Aber wie gesagt, es braucht Zeit. Ich habe halt auch nur begrenzt viel Zeit. Und sobald ich diese Projekte dann gespielt habe, dann seht ihr die natürlich auch. Keine Angst, das kommt alles irgendwann mal. Hearts of Iron 4 wird sicherlich noch ein paar Jahre in der Welt existieren. Und die Griechen verlieren gegen die Italiener. Stimmt, da war was. Italien hat der Griechenland den Krieg erklärt. Und so wie es ausschaut, sind die Griechen eigentlich sogar gleich Geschichte. Oder sollten eigentlich sogar schon Geschichte sein. Italienisch-griechischer Krieg. Ah, Rumänien ist mit... Ah, das ist interessant. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass Rumänien mit eingegriffen hat. Und da Italien ja unter Alliierte zählt, ist ja quasi Großbritannien auch mit dem Krieg mit Griechenland und Rumänien. Aber solange Rumänien nicht fällt, ist wahrscheinlich Griechenland auch noch sicher, weil ich gehe davon aus, dass Rumänien Major ist. Ja, scheinbar. sieht so aus. Die Briten sind übrigens nicht mit dem Krieg, habe ich gerade herausgefunden. Ah, wir haben einen Agenten gefangen genommen. Nee, unser Agent wurde gefangen genommen. Wir müssen eine Rettungsmission... Was? Wie? Wo? Stopp, was kann ich jetzt machen? Einer meiner Agenten ist gefangen genommen worden. Und was kann ich jetzt machen? Meine Dechiffrierung ist abgeschlossen. Ja, der ist nur gefangen genommen, das weiß ich. Ja, hier, gefangenen Agenten. Das muss ich jetzt quasi meinen anderen... Also sie muss ich jetzt quasi hier hinschicken. Stopp. Und zwar wählen wir sie aus. Netzwerk aufbauen hier. So, und jetzt kann ich dann quasi hergehen und kann dann versuchen, ihn zu befreien, oder was? Gefangenen Agenten befreien. Und tun wir jetzt dann natürlich sie zuweisen. Und tun so bald wie möglich beginnen. Und wird auch gestartet, so wie es ausschaut. Hoffen wir, das funktioniert. Wäre natürlich blöd, wenn ich meinen österreichischen Spion verliere. Und ich mache jetzt aktuell den Weg... Ein Bündnis mit dem Schatten, dass ich quasi mit Großbritannien in die Alliierten beitrete und dann von dort aus Frankreich in den Krieg rufe und dann kann ich quasi endlich mal steamrollen, hoffe ich. Also zumindest militärisch würde ich fast schon sagen, sind wir ganz gut aufgestellt. Da müssen wir halt abwarten, wie sich das weiterentwickelt, auch ob Frankreich Kommentaren beitritt oder nicht. Wenn Frankreich Kommentaren beitritt, wird das natürlich gleich ein großer Krieg. Und das wird dann interessant, weil ich glaube, Russland ist halt auch nicht ohne. Wir haben natürlich nicht viel Informationen, viel zu wenig sogar. Wir wissen gar nichts über Russland. Wir müssen auf alle Fälle mal Spione dahin schicken nach Russland. Gucken, ob wir da irgendwas rausfinden. Aber erstmal meinen Spion hier wieder kriegen in Österreich. Das läuft noch 10 Tage. Hoffen wir mal, das war erfolgreich. Und dann würde ich sagen, lass mal Österreich Österreich sein. Oh, Sowjetunion hat Lettland den Krieg erklärt. Ich dachte, Lettland steht unter meinem Schutz. Ja, und Lettland ruft mich, jawohl. Wir verlieren 20 Stabilität und die Meinung, wenn wir... Ja, wir nehmen an. Wir helfen Lettland. Und schicken sofort Truppen hin. Geht nicht. Warum eigentlich nicht? Ich meine, wir helfen noch Lettland. Deutschland wird angegriffen. Aber ich kann den nicht. Ich bin jetzt zwar im Krieg. Ja, das ist doch Lettland. Hier, das ist doch Lettland. Warum kann ich die nicht unterstützen? Ich kann denen keine Truppen schicken. Militärzugang erbitten. Wir sind im selben Bündnis. Ah, ne, wir sind nicht im selben Bündnis. Wir sind nur mit dem Krieg. So, jetzt schicken wir den Truppen hin. So. Hoffen wir, dass sie noch rechtzeitig ankommen. Das ist natürlich jetzt blöd. Ja, die Russen sind da schnell. Ja, nicht Angriffspakt nehmen wir an. Da finde ich schön, dass es doch nochmal ein bisschen Action gibt. Meine Truppen sind auf alle Fälle unterwegs. Die marschieren jetzt. Oh Gott, das ist... Oh, da gibt es eine Seeschlacht. Das ist doof. Meisten meiner Schiffe kommen an. Ja gut, da oben brauchen wir keine Division. Alle dorthin. Wichtig ist eigentlich nur Riga zu halten. Ich hoffe, dass wir noch rechtzeitig ankommen. Nein, verdammt. Ah, da hinten ist die neue Hauptstadt, Lipaja. Aber jetzt sind unsere Divisionen angekommen und wir schaffen es vielleicht sogar, die Russen zurückzudrängen. Nee, schaffen wir nicht. Aber wir müssen eigentlich nur Widerstand leisten, mehr müssen wir gar nicht. Die Russen sollen sich da ruhig aufreiben an mir. Sind einiges an Panzerdivisionen. Wir stoppen die Offensive hier direkt, bitte. Stopp, Offensive, stopp. Einfach nur Defense. Ah, Gott, da haben wir Attrition. Weil die natürlich ihre
Lager wieder nicht ausgebaut haben. So. Und da ich jetzt aktuell ein neues Ziel habe, und zwar mit dem Namen Französische Kommune. Das war jetzt blöd. Stopp. Nein, ihr bleibt bitte dort. Ich hätte fast wieder einen Fehler gemacht. So, die Russen können mich gerne angreifen. Die können sich hier gerne ihre kompletten Einheiten zerschießen. Ist mir total egal, ehrlich gesagt. Sollen sie machen. Und an der Stelle würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. War jetzt ein bisschen weniger ereignisreiche Folge. Aber die gibt es halt auch mal, meine Güte. Kann ja nicht immer nur Krieg und Action geben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wir sehen uns dann trotzdem nächste Folge wieder. Oder wir lassen uns mal ganz kurz durchlaufen. Dann mache ich hier direkt noch den nächsten Fokus. Griechenland hat auch kapituliert. Schade. So, ein Bündnis mit dem Schatten. Gucken, ob wir die Briten uns das Bündnis hier reinlassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und ihr hattet viel Spaß mit der Folge. Macht's gut. Tschüss.